So. Das war so ziemlich die schwerste Mission, die man hier machen kann. Machen wir mal mit einer etwas einfacheren weiter. Nämlich mit der von Drake. Drake, unser alter Seefahrer. Drake ist hier ganz schön umzingelt. So. Aber zum Glück ist der Drake ja hier nicht alleine. Unser guter alter Freund, der Kanbei, ist nämlich auch anwesend. Ich habe hier übrigens auch ein Missionsziel, wenn es dich interessiert. Siehst die zwei schwarzen Kanonen da unten? Die muss ich kaputt machen. Wenn ich das gemacht habe, habe ich gewonnen. Würde sie immer wieder schön aus der Reichweite heraus manövriert. Ich habe mich kurz mit Vorräten eingedeckt. Mit was hast du dich eingedeckt? Mit? Vorräten. Ah, okay. Deswegen kam so lang keine Antwort hier. Ich habe gerade gesagt, ich muss diese zwei Kanonen hier zerstören, um zu gewinnen. Boah, die sind ja riesig. Ja. Die haben ja auch eine recht große Reichweite. Deswegen habe ich die Schlachtschiffe hier auch schon unterwegs. Und übrigens, Kanbei ist auch hier. Die ganzen U-Boote habe ich hier übrigens nur als Vision Support hier aufgestellt. In den meisten Einheiten, die da rund um den See fahren, muss ich mich eigentlich gar nicht mehr großartig sorgen. Ich? Nö. Zum einen, Kanbei hält die auf. Mehr muss man nicht wissen. Und zum anderen, sobald ich meine Gabe mindestens einmal rausgehauen habe, haben die alle kein Benzin mehr.
Wenn du übrigens Fragen zu Drake oder sowas hast, immer raus damit. Ja, seine Gaben, seine Spezialgabe. Gabe, alle gegnerischen Einheiten kriegen einen Trefferpunkt Schaden und Benzinvorrat wird halbiert. Spezialgabe, alle gegnerischen Einheiten kriegen zwei Trefferpunkte Schaden, es fängt an zu regnen und das Benzin wird halbiert. Und Regen macht Drake nichts aus. Was sind seine Grundfähigkeiten? Alle seine Seeeinheiten haben 10% mehr Defensive und außerdem können sie ein Feld weiter fahren als üblich. Also der Schlachtschiff hat normalerweise 5 Wegpunkte, seine haben 6. Seine Kreuzer kommen auf 7, genauso wie seine Landeboote. Seine U-Boote haben ebenfalls 6. Es ist also richtig guter Seeko. Dafür sind seine Flieger allerdings 30% schwächer, womit sie ziemlich unbrauchbar sind. Und Kanbei kennst du ja schon. Moment mal, da muss ich jetzt erstmal schauen. Ja genau, da muss ich diese... Die muss ich hier reinschmeißen. Da oben steht nämlich eine Menge Zeug, was ich jetzt gerade noch nicht sehe. Ja, mit Kanbei kann ich sonst nichts mehr machen. Drake kann man da nicht allzu viel machen am Anfang. Naja, wenigstens kannst du schon mal ein paar Punkte für deine Gabe oder Supergabe holen. Wenn, dann mache ich ja normale Gaben. Ich will mit dem Regen Kanbei nicht behindern und außerdem will ich seinen Benzinvorrat leer machen. Das geht mit normalen Gaben wesentlich schneller. Ja, richtig. Außerdem halt sehe ich Hawky sowieso die ganze Zeit mit seinen eigenen Gaben gegen. Grit wäre für diese Mission super, dann könnte man von hier einfach beide Kanonen erwischen. Da unten habe ich alles gemacht, oder? Ja. Der Capture ist damit mehr oder weniger verhindert. So. Ich habe übrigens den bei Musik angemacht, damit das Ganze nicht gelöscht.
still ist, weil okay. Ich höre ja keinen Sound, wenn ich über Skype die Übertragung habe. So macht es das Ganze dann ein bisschen angenehmer, weil ganz ohne Ton, nur mit Teamspeak ist ja ein bisschen langweilig. Kann ich verstehen. So. Okay. Du gehst dahin und kann bei Ende so, Hawkey, hau deine Power raus. Ich weiß doch, dass er die schon hat. Du musst bei diesem Spiel immer an ein Spiel von der PlayStation denken, dessen Name ich nicht weiß. Es ging da auch um Panzer und man hat da Panzer gegen Panzer gespielt. War ein dreidimensionelles Spiel, man hat die Panzer gesteuert. Man hat einen Panzer gesteuert und musste halt gegen andere Panzer kämpfen. Mir fällt aber nie der Name ein. Jetzt vielleicht bald eine Gabe hätte, wäre super. Okay, dauert noch ein klein wenig. Oha. 27%? Wie gehen das? Wargames. Wargames. Okay, was ist mehr wert? 7 HP von einem Späher oder 3 von einem Raketenwerfer? 3 von einem Raketenwerfer sind 4,5. Damit ist es schon mehr wert als der Späher insgesamt. Okay, es hatte nicht nur mit Panzern zu tun. Deswegen habe ich nie gefunden. Okay. Ja, recht viel mehr kann ich leider gerade nicht machen. Wobei, ich könnte was machen. Ich brauche die ganzen Kreuzer da eh nicht. Wie viele Artis hat der da? Besetzt hier nix, Freundchen. Die Basis ist mir. Na gut, die bleibt erstmal neutral, bis sie mir gehört.
mal hier kaputt. Ganz knapp auf der Randseite. Da oben steht auch nichts mehr. Ich finde die Proportion von dem Fangkern ziemlich komisch. Von den Spähpanzern. Ja, das sind sie. Wenn man dieses. Bei der Soldat ist das so genauso groß wie der Panzer. Und die sich das auch reingezwängt haben. Ich krieg immer noch keine Co-Power zusammen.